Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Einige hatten sich ja einen zweiten Teil von Simple Planes gewünscht, den werde ich heute bringen. Und zwar schrieb auch einer unter dem letzten Video, unter der letzten Folge, dass ich doch mal ein eigenes Flugzeug bauen könnte. Und das werde ich heute probieren zu tun. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird, ob das Flugzeug überhaupt in die Luft kommt, aber ich probiere einfach mein Bestes. Ich habe hier keine, was ich irgendwelche Vorlagen auf. Ich probiere das komplett selbst zu machen. Ich werde das in Zeitraffer darstellen, weil das Video sonst einfach zu lang werden würde. Und vorab würde ich nochmal eben kurz sagen, heute haben wir die 70 Abonnenten überschritten und dafür ein kurzes Dankeschön. Ich hätte persönlich nicht gedacht, dass das vor Ostern noch geschieht, aber keine Ahnung, heute kam einfach ein Riesenschlag, ne? Mittlerweile sind wir, glaube ich, auf 74 oder 75 sogar. Ich meine, ich habe es schon mal in einem letzteren Video gesagt, ich mache mir nicht so viel aus Abonnentenzahlen oder generell auf Zahlen. Darauf gucke ich nicht auf YouTube. Mag sich jetzt erstmal komisch anhören, aber für mich, wenn ich zum Beispiel ein, auch wenn das vielleicht ein Kanal ist, der, was weiß ich, 1,5 Millionen Abonnenten hat, ich gucke nicht auf die Abonnentenzahlen und sage dann, ob ich den gut oder schlecht finde, sondern ich gucke auf den Content. Gefällt er mir nicht? Abonnentenzahlen sind etwas, was ich persönlich, also mich interessiert es gar nicht. Mir ist es im Endeffekt egal, wie viele Leute das sehen. Ausschlaggebend ist für mich nur, dass meine Arbeit, die ich hier reinstecke, mein Herzblut, sage ich jetzt einfach mal, dass es respektiert wird. Wisst ihr, dass es von anderen gesehen wird, dass es respektiert wird und weiß nicht, auch Feedback hinterlassen wird. Sowas sieht man als YouTube-Creator ganz gerne. Und ja, das war es jetzt von dem Vorab-Wort. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder mit dem neuen Intro. Viel Spaß! So, wir gehen jetzt direkt auf Play und Build and Fly. So, vielleicht auf Play drücken. Dann geht's besser. Ich würde sagen, create a new aircraft und ja. Das hier, liebe Freunde, ist unser Cockpit. Und da wird alles, das ist sozusagen die Grundbasis, das Grundessential, um so einen Flieger überhaupt in Gang zu bringen. Gut, dann würde ich anfangen und ihr seht jetzt die Zeitlupe. Viel Spaß. Ich weiß, es wird wieder zahlreiche Tipps geben, wie ich irgendwas noch ergonomischer machen kann, dass es besser fliegt oder so, aber es soll nichts Solles werden, es soll einfach nur, weiß nicht, eine kleine Übung für mich sein, weil ich das eventuell öfter bringen möchte, das Spiel. Und ja, das Ganze zu bauen ist gar nicht mal so einfach, deswegen, keine Ahnung. Ich habe auch schon mal probiert oder auch schon hochgeladen, ein Architektprogramm, wo ich mein eigenes Haus entworfen habe. Nur leider konnte das keiner von euch sehen, da die Musik, die ich dort angebracht habe, beziehungsweise drunter gepackt habe, das war so ziemlich das einzige Video in meiner kompletten YouTube-Laufbahn, was Copyright-Claims bekommen habt. Also ich habe nichts irgendwie mit dem Kanal bekommen oder so, aber ich habe halt einmal nicht aufgepasst und dementsprechend die falsche Musik genommen. Das war, AGR Week heißt das, glaube ich. Und da lief es halt noch nicht im Radio. Und vor ein paar Monaten fing es dann an, im Radio zu laufen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich weiß, warum es so gesperrt wurde, ne? Das ist logisch. Und deswegen konntet ihr das leider nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal probieren werde aufzunehmen, aber das war das mit der Musik, würde ich sagen. Ich möchte auch nochmal kurz anmerken, erwartet hier wirklich nichts Tolles. Das wird potthässlich, das Ding, aber ich will wirklich einfach nur ein Basic Essential bauen, sozusagen. Hauptsache es rollt, ist mir völlig egal, wo das hinkommt, aber ich möchte einfach nur, dass es rollt und dass es... Es muss nicht mal gut aussehen, mein Gott. Was erwarte ich denn hier?
jetzt kommen noch die Engines und das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich mache es jetzt einfach mal nicht so overpowered. Jetzt habe ich allerdings eine Sache vergessen, und zwar die Fuel Tanks. Ohne die haben wir kein Benzin und das wird dann schwierig abzuheben, würde ich sagen. Ich werde es einfach mal probieren. Das war jetzt nicht das aufwendigste Projekt, aber es sieht auch gar nicht mal so scheiße aus, finde ich. Also wenn man das mal so im Vergleich sieht, naja, es ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Wir starten damit einfach mal ins Level und so fangen wir auf jeden Fall nicht an. Wir nehmen eine andere Location, und zwar den Branded Airport. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, das sieht tatsächlich nicht so gesund aus. Ich weiß nicht, ob so ein Flugzeug vor dem Start aussehen sollte, aber man kann es ja probieren. Und los. Okay, man muss sagen, wir sind abgehoben. Es war nicht so schlecht. Vielleicht, wenn wir einfach die Antriebskraft ein bisschen, sag ich mal, dosieren. Oh, könnte es... Nein, es wird nichts. Vergiss es. Es wird nichts. So, das bedeutet, wir haben auf jeden Fall Übergewicht hinten. Ballast loswerden. Dann tun wir hier erstmal so ein paar Blöcke drauf. So, waren sie hier. Mit dem Cockpit drauf. So, das sieht jetzt nicht so mega stylisch aus, tatsächlich. Aber, mein Gott, es ist mir egal. So, wir stellen noch einen Fuel-Tank. Zwei Stück hier vorne hin, damit das Übergewicht einigermaßen geregelt wird. Und jetzt stehen wir schon mal gut auf der Bahn. Ich hatte tatsächlich ganz kurz Hoffnung, dass er es wirklich komplett in die Luft schaffen. Komm Leute, mit dem Bauen war es das jetzt. So, das war einfach nur eine ganz kurze Demonstration, was man daraus holen könnte, wenn man nicht bauen kann. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal den Futuristic. Und zwar habe ich den leider nicht selber gebaut, wie man vielleicht an verschiedenen Texturen oder auch Bauteilen erkennen kann. Das kann man sich downloaden. Das ist ein Flugzeug, was man sich im Simple Planes eigenen Store bzw. im Download Market runterladen kann. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der letzten Folge schon hatte, aber ich glaube, nicht. Und deswegen würde ich sagen, fliegen wir jetzt schon los. Ihr guckt mal eben auf die Energieanzeige, ja? Es steht in der Luft wie eine 1. Man kann es anders nicht sagen. Es fliegt einfach nur traumhaft. So, wenn wir jetzt die Ansicht wechseln. Es ist so geil. Wie kriegt man sowas hin? Ist das irgendwie ein Hobby, sich so in solchen Spielen richtige Flugzeuge zu bauen? Oder wie geht das? Ich meine, das Spiel hat es nicht sonderlich mit der Physik, sagen wir es mal so. Ne? Also wenn man das jetzt schon mal sieht, ich denke nicht. Ne? Aber es muss ja anscheinend doch einen gravierenden Faktor geben, so Thema physikmäßig, was das Ganze enorm erschwert, irgendwelche Flieger zu bauen, weil ihr habt es ja gerade gesehen, Schwerkraft spielt da definitiv eine große Rolle und keine Ahnung, es ist mega schwer einfach. Es sieht nicht so schwer aus, habe ich auch erst gedacht, aber wenigstens sind wir gut gelandet. Sehr schön, wie dünn wir einfach sind. Ich würde sagen, ich zeige euch noch einen einzigen Jet sozusagen. Und zwar für den, beziehungsweise die letzte Folge nicht gesehen haben, habe ich hier noch dieses ganze Grundkonstrukt, so jetzt habe ich es, gedownloadet. Aber diese ganzen Turbinen, diese ganzen Engines hier vorne, da hinten, die kommen alle von mir. Und zwar ist das Teil jetzt, wie ihr euch denken könnt, ein bisschen überpowered. Und zwar kann das hier, ist das so überpowered von den Turbinen her, dass das nicht mal mehr gerade fliegen kann. Und deswegen nehmen wir den Vorgänger, Volume 1. Der hat etwas andere Engines, hat sogar im Prinzip noch etwas mehr Power, allerdings hält er sich gerade in der Luft und das unterscheidet die beiden ziemlich stark voneinander. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit dem jetzt ins Spiel und ihr seht schon, was für ein riesen Flaggschiff das ist. Wenn ich jetzt mal starte, hört man sofort, was für Power da eigentlich hintersteckt. So, wir drehen mal voll auf. Das Teil ist so laut, dass das Spiel den eigentlichen Sound kaum noch wiedergeben kann. Auch nett. Und wir sind jetzt schon wieder bei 900 Miles per Hour. Es lässt sich vergleichsweise immer noch ziemlich gut lenken. Also klar, es ist ein bisschen steif in der Luft, ein bisschen steif fair vor allem.
Jetzt sind wir bei 1400 Miles per Hour. Also, was wollt ihr noch? Ne? Also, der Himmel, die Wolken ziehen mega schnell vorbei. Es ist einfach mal cool, wenn wir jetzt die Ansicht wieder anschalten. Zack, da kommen wir angebraust. Wie wir uns hier schon wieder drehen können, ne? Zack. Weg, Schluss fürs Video jetzt. 20 Minuten Aufnahmezeit, fertig. Leute, ich würde sagen, ich schneide das Video jetzt noch im Anschluss eben ganz schnell einmal durch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich gucke jetzt eine Serie, die ich sehr lange nicht mehr gesehen habe, meine Lieblingsserie. Ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.